Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4 auf dem Cloud-Server. Und der. Oh, jetzt muss ich mal den Namen gucken. Duidicerus ist gleich fertig. Das Thema ist so wie durch. Und habe mir nebenbei hier noch so einen Parasaurus geholt. Warum nicht, ne? Wenn er hier so rumläuft. Und die sind ja auch relativ nützlich, glaube ich, beim Bärenfarmen. Und war einfach zu zähmen und schnell zu. Ja, nee, schnell zu zähmen. Einfach zu betäuben. Und warum nicht? Und er. Ach komm schon, der Millimeter. Ich habe auch schon das Narkosemittel aus ihm rausgenommen. Und ja, habe ein bisschen Fleisch hier nochmal ein bisschen gebraten. Das können wir jetzt erstmal alles wieder rausnehmen. Und abreißen, weil das brauchen wir nicht mehr. Und über ein Lagerfeuer stehen lassen ist auch doof. Lila Ark, auch schön. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Nacht noch ist. Ich glaube, so lange ist sie nicht mehr. Aber jetzt wird fertig. Komm, dieser. Ey, da ist doch noch nicht mal eine freie Stelle. Wie kann denn das sein? Jetzt. Perfekt. Tada, wir haben zwei neue Tiere. Lalalala. Und das ist auch noch sehr nutzvoll. Ich habe mir auch schon den Sattel rausgesucht, dass ich den bauen kann. Muss ich aber an der Werkbank gucken, was ich brauche. Und jetzt wollen wir erstmal nach Hause gehen. Schauen, dass wir auch heile zu Hause ankommen, weil Nacht und Trodons und so, ihr wisst schon, ja, könnte in die Hose gehen. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Gehen wir mal schnell hier lang und schauen, dass wir möglichst die kürzeste Stelle finden, wo wir übers Wasser können. Kommt ihr? Okay, das schnellste ist ja nicht. Hab ich da oben einen Namen gesehen? Halluzination wohl. Noch nee, es hängt da. Wetten, der hängt da jetzt am Stein fest. Nee. Hallo, hier. Level 4, ey. Da hätte ich mal einen besseren ausruhen können, ne? Aber er ist rot. Er ist cool. Hast du Level up? Ne, hast du nicht. Ah, hier ist weg. So, dann kommen wir gleich beim Minner vorbei. Der soll auch noch irgendwie rumkreuchen. Ach, Jungs, kommt. Megas Viecher hier, das ist doch. Verstehe ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass eigentlich hier da vorne eigentlich die kürzeste Stelle ist, um rüberzukommen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Was ist denn nun kaputt? Esse. Also der hellste bist du nicht. Hat sich da jetzt festgebackt auch noch? Ey, ist doch nicht dein Ernst. Irgendwann hau ich noch irgendwen von euch. Aus Versehen. Dann seid ihr wieder tot und dann rege ich mich wieder auf. Nicht so gut. Los, komm. Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß, das müsst ihr jetzt mal wieder durch mitmachen. Ich bin in der Voraufnahme nicht vergessen. Es ist Mittwoch bei mir, aber ich bin halt krank und die Zeit möchte ich nutzen, um mich im Nachhinein am Wochenende schön entspannen zu können. Hoffe ich. Ohne Aufnahmen. Das würde mir gut tun. Ich glaube, am besten ist es sogar da vorne rüber zu gehen eigentlich, ne? Das Wasser ist ein bisschen sehr tief. Hier vorne, genau, da ist auch eine gute Ecke eigentlich. Hat er da wirklich eine Barrikade gezogen? Ist sein Ernst? Warum? Okay, es wird hell. Und hier kommen wir, glaube ich, gut rüber. Was macht der da für einen Schwachsinn? Naja. Als ob man den Fluss austrocknen könnte, ne? So, was läuft da rum? Wehe, euch passiert was. Habe ich die richtigen Pfeile drin? Ich habe Betäubungspfeile drin. Moment, wenn wir es abwehren wollen, dann sollten wir schon Steinpfeile nehmen. Zack. Ach, das ist nur der Kopfstoßer, ne? Der ist ja von Grund aus nicht aggressiv. Der ist nur sehr schmerzhaft. Der kann ja einen auch sehr schön betäuben mit seinen Kopfstößen. Sieht gut aus. Ach nee, schon wieder so ein Baumstamm. Bleibt der Dui bestimmt wieder hängen und ich laufe falsch. Ich muss weiter. Ich hab's bemerkt. Noch rechtzeitig. Hä? Was? Was zur Hölle? Ja, dann komm auch so rum. Dann komm hier lang. Hier ist der richtige Weg und ihr kommt. Sehr schön, sehr schön. Dann kommen wir noch bald nach Hause. Hm? Ja. Gut, dann will ich mal schauen. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr so viel. Ich glaube, also Werkbanksättel. Naja, gut, da braucht man eigentlich immer meist recht viele Ressourcen. Das ist dann immer sehr, ja, ressourcenfressend.
Aber macht Sinn. Also, wir haben ja keinen Multiplikator oder so drin in Sachen Ressourcen und so. Und dann machen die Tiere definitiv Sinn. Um ein bisschen das Farmen zu erleichtern bzw. zu erhöhen. Muss natürlich nur schauen, dass ich das Gewicht bei dem Duidicerus stark erhöhe, damit er natürlich viel mehr tragen kann. Weil sonst ein-, zweimal gegengehauen und gute Nacht war es, ne? Aber hier sind auch schon wieder viele Steine nachgewachsen. Das geht echt schnell auf so einem Server. Hm, komisch. So. Ich mache jetzt die Tür auf. Hoppala. Nicht mir unbedingt ins Gesicht, aber okay. So, kommt rein. Ich muss auch einen Futtertrog machen, am besten noch für Bären. Der andere Futtertrog ist ja für die Vivern. Na komm, jetzt mach die Tür zu. Hallo? Danke. Ah, so, trautes Heim, Glück allein. Wobei, nee, nee, Glück allein nicht. Ich glaube, der Apo ist hier irgendwo unterwegs. Ihr kommt auch, ne? Ja. Sehr gut. Den Ack. Ich glaube, da kommt gleich mal rein. Kommt ihr hier hoch? Ach, komm schon. Jetzt komm. Ja, genau. Jetzt falle ich gleich ein bisschen rückwärts runter, ne? Na komm, auf hier. Dankeschön. Einmal bitte dann hier hin. Sehr schön, sehr schön macht ihr das. Alle anhalten. Perfekt. Dann gucken wir mal ganz kurz in der Werkbank nach, was wir für den Sattel brauchen. Bin ich ja echt mal gespannt. Da. Sättel. Und 200 Leder, 110 Fasern, 5 Metallbahnen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe fast 200 Leder. Metallbahn. Hey, cool, den können wir sogar machen. Ich muss nur noch mal ein, zwei Metallbarren machen. Scheiße, den Vordergrund wollte ich auch noch machen, ne? Moment, aus dir hole ich erstmal kurz ein paar Bären raus. Und pack sie mal in den Trog rein, damit die anderen beiden da auch was von haben. Hoffentlich. Wir müssen auf jeden Fall mehr Tröge hinbauen. Weil der auch fast voll ist. Okay, der ist voll. Warum habe ich die jetzt so unten in die Leiste getan? Und das ganze Fleisch verdirbt. Scheiße, ey. Das ist so kacke. Das bringt auch nichts. Mist! So, Metallbahn. 5 Stück. Und Fasern und so, das haben wir ja. Moment, erstmal packe ich hier das ganze Verdorbene rein. Das, naja. Wenn es weiter verdirbt, dann ist das so. Was haben wir denn noch an Metallbahn? Ich glaube nicht viel. Ist gar nichts. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch ein bisschen Metall? Da, 4 Stück. Okay, einen sollten wir doch noch zusammenkratzen, oder? Habe ich den noch? Was gesammelt vorhin? Ein bisschen? Teilbarin. Auch ernsthaft? Nicht einmal? Scheiße. Ack! Futterdruck brauchen wir auch. Boah, Moment. Ich will ja ein bisschen helfen, ne? Deswegen holen wir mal den Futterdruck. Mhm. So, was brauchen wir hierfür noch? Holz und. Ach, Metall. Toll! Ah, warum scheint das denn die ganze Zeit an Metall? Das kann ich angehen. Gehen wir mal kurz hier hoch und hauen uns mal den Stein ab. Gib uns bitte Metall. Wobei wird das wahrscheinlich nicht viel geben. Auch eine Metallquelle, ganz dringend. Einmal Metall, ne? Super. Das läuft, ne? Nicht. Aber bestimmt hat Cloud auch noch ein bisschen Metall. Aber ich möchte mich nicht einfach so dran bedienen. Wir sind zwar in einem Tribe und alles, aber. Ich muss trinken. Ich fühle mich einfach nicht gut dabei, wenn ich irgendwie an die Sachen anderer Leute rangehe. So. Da müssen wir jetzt Metall besorgen und das ist reichlich. Einmal 8 rohes, war das oder 10? 8. Und eigentlich nur 2 zum. Hier, zum Schmelzen, damit wir Barren kriegen. Dann könnten wir eigentlich auch schon den Sattel für den Duidicerus machen. Hätt was, oder? Hätt was.
Ich weiß, kenne mich in der Ecke nur noch nicht so aus, aber ich weiß, dass es relativ nah an Metallquelle ist. Krieg ich mit der Spitzhacke? Ich dachte, mit der Spitzhacke kriege ich mehr Metall. Da, einmal. Juhu. War das nicht so? Ihr korrigiert mich, ey. Jetzt kriege ich auf jeden Fall Feuerstein an was und bin gleich wieder überladen. Da, noch einmal Metall. Und zweimal Metall. Hey! Das lohnt sich ja fast. Nicht. Scheiße. Wir müssen irgendwie schneller Metall kommen. Ich muss mich nochmal irgendwann mit der Umgebung vertraut machen. Und bin auch gleich überladen. Hier, ich kann hauen und essen gleichzeitig, ne? Das ist auch geil. Komm, Ausdauer, geh hoch. Ja, ich bewege mich nicht und du kriegst Durst, du bist umhält. Jetzt halt. Ja. Nerv nicht. Damit können wir genug Feuerstein jetzt. Wie viel Metall haben wir jetzt? 6. Ja gut, komm, dann schmelzen wir das um. Und mit dem Duodizorus kann man ja eigentlich relativ... Ich weiß nicht, ob der jetzt auch viel Metall... Oh ne, für Metall ist ja der Ankylo gut, ne? Metall und Kristall. Aber dazu brauche ich natürlich auch so einen Metallstein. Oder? Denke ich mal. Ah, ist das wieder kompliziert alles. Tür zu. Ja, gut, geht zu. Ruckelt gerade ein bisschen. Kann auch am Server liegen, keine Ahnung. Oh Gott, bin ich langsam. Bin auch komplett voll. Und muss gleich wieder was trinken. Also mit diesem Feuchtigkeitsproblem habe ich echt Probleme. Mit dem Feuchtigkeitsproblem habe ich gesagt, Bobby, hallo, Kopf an. Das einzige Problem, was du hast, ist deine Sprache gerade. Yep. Oh. Naja, eigentlich sollte ich nicht das Holz jetzt verbrauchen, aber... wir brauchen ja noch Fasern. Und ein bisschen Leder. Fasern, nehmen wir einfach mal so einen Batzen mit. Oh, da habe ich auch genug. Zack, zack, zack. Gott, ich bin komplett überlastet. So, einmal kurz aufräumen hier. Das ganze Fleisch, das wir noch vorhin gefunden hatten. Beziehungsweise wart ihr dabei? Hab irgendwas getötet. Ah ne, stimmt, das waren die Angentavis und so. Ein paar Minuten her und ich habe schon wieder vergessen. So, hier packen wir ein bisschen Feuerstein rein. Hab ja davon jetzt genug gesammelt. Und die Bären wollte ich ja auch noch an die Dings verteilen. Wie sieht's hier aus? Ja, ein Metallbahn. Leder werde ich noch brauchen. Habe ich noch ein bisschen Leder? Ich glaube nicht. Aber hier kann ich schon mal kurz das Keratin reinpacken. Die Agentaviskralle kann man schon später gebrauchen. Haben wir noch Leder? Nee. Na, muss ich noch mal einen Dodo oder so hier um die Ecke klatschen. Mal einen finde. Oh, Level up. Ja, mir ist halt... Ah. Gott, schmeiß Hirn vom Himmel. Dodo, kriegst du die Tintobären. Und nochmal Azulbeere. Und du kriegst die Armerbären. Ne? Passt zu dir. So, perfekt. Dann können wir wenigstens 2 Stunden überleben. Die alle Hunger wie die Hölle. So, dann gehen wir mal kurz. Moment, ich brauche hier nochmal. Ja, irgendwo wird hier doch ein Dodo sein, oder? Also mit dem Biber lege ich mich trotzdem jetzt noch nicht an. Ach so. Nein, bin ich blind. Na komm. Ja, ich weiß. Zack. Perfekt, kommt hin. 200 Leder wollte ich haben, 188 hatte ich noch. Jo. Ah, gib mir den Puzzle weg. Ja, komm rein. Sättel. Gut, dann packen wir die 200 Leder rein, 5 Metallbahnen. Und so sind wir eigentlich relativ sicher, dass wir nichts von Cloud nehmen. Jetzt brauche ich nur noch die Fasern. 100 Stück. Machen wir mal so. So, zack. Hat er wahrscheinlich mehr als vorher. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ein paar Steine von ihm genommen, ja Gott. So, komm. Mal fertig. Perfekt. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstier in Sachen Laufen. Ich finde, der macht tierisch Spaß. Oh, Ali ab. Hallo. Dionytros, Sattel, auf damit. So, er ist nämlich der Held. Erstmal kurz nochmal Gewicht pimpen, das ist ja, Alter, der ist so klein. Naja, besser als nichts, ne? Ja, erstmal freut er sich wie ein König. Junge, ich sitz auf dir, du kannst dich nicht auf den Kopf setzen. Und, wenn wir losziehen.
Nein, die meisten haben es wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich finde ihn genial. Ich laufe mal da hinten. Vielleicht ist er ja nicht da. Dann begrüßen wir ihn einmal. Und ja, werden wahrscheinlich einmal Steine abhauen. Dann ist er sowieso überladen, weil ich bin überladen. Und mit ihm und sowieso. Und, ob ich so einen Biberbau mit dem auch abklauen könnte? Naja, das kann ich. Was aber, glaube ich, witzig war genau, Dodo weit schießen. Ich glaube, Apo ist unterwegs. Ich brauche Wasser, ja, ist ja gut. Und, pfau! Oh, okay, das ist getötet worden. Hupsi. Kannst du noch was trinken? So. Obwohl, hilft das nicht auch beim Level-Up? Aber gut, hier ist ein großer, fetter Stein. Das ist natürlich sehr passend. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen, wenn wir einmal gegenhauen. Paff. 78. Paff. 136. Ja, das ist eigentlich okay. Es ist ja. Ja, kackschön. Eigentlich schon stark überladen. Liegt auch mit an mir. Das ist natürlich das Problem. Er hat nicht diesen Gewichtsvorteil wie so ein Biber. Aber er hat ein Level Up. Das ist doch schon mal sehr gut. Was haben wir? 300 Steine mit innerhalb von kürzester Zeit. Das finde ich mal sehr gut. Ja, freudig. Ich steig mal ab. Nein. Ich steig wieder auf. Hier steige ich ab. So, bist du immer noch überladen, oder? Nee, bist du nicht. Komm mit. Komm. Du bist nicht überladen. Das habe ich ganz genau gesehen. Jetzt könnte ich den Rest natürlich von der Mauer nochmal fertig machen. Gott, ist er jetzt langsam. Klar. Weil da fehlen ja noch so zwei, drei Seitenwände. Und ich glaube, ich werde dem nächsten Biber zählen. Aber ich weiß nicht, ob ihr da mitmachen müsst, weil das dauert ja ewig. Also den Fleck gehe ich das gleich nach der Folge an. Oh, der braucht dann noch. Gut, dann können wir schon mal hier kurz unsere Steinsachen nochmal raussuchen. Wo war das denn? Die Steinwand, da genau. Die packen wir jetzt mal kurz dahin. Wir werden... Haha! Was ich brauche, ist Holz. Auch super. Ja, soll er mir hinterherlaufen, solange er dann noch kann. So, dann holen wir nochmal. Tauschen wir damit, genau. Hey! Oh! Hä? Was war das denn jetzt? Sollte es das Tab. Hä? Achso, mysteriös. Ach, du bist ja noch da. Kannst du hier kurz anhalten? Ich hau dir mal was an Stein raus. Nein, nicht an Essen. Sag mal, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Na, du kriegst den Meobären. Hast du verdient. Mir fehlt Stein. Ich hab da gerade Stein. Gott, schmeiß Hirn vom Himmel. Danke. So. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war das Einzige, was noch fehlte. Schauen wir mal. Ja, jetzt komme ich da an der Seite oben nicht ran, ne? Scheiße. Obwohl, ich glaube, die Seite war... Fuck! Oh, oben ist natürlich jetzt... Ah, hier. Oben ist natürlich jetzt nicht zu, das... Wie mache ich denn das? Muss ich Sari nochmal fragen, wie man das am besten machen könnte. Obwohl, naja, wenn da oben jemand reinfällt, dann ist er gefangen. Ist selber schuld. So, hier war jetzt... Ah, hier. Genau. War klar, was ist, wenn ich gegen so ein Starre-Ding gegenlaufe? Pff, au! Ah, super. Super. Das kann auch nur mehr von mir kommen. So. Einmal herkommen, bitte. Was macht der denn? Ja, genau. Komm her. Ich hab gekackert. Haus will ich auch nochmal komplett umbauen. Ey, Mann, Mann, Mann. Okay, du kannst jetzt einfach mal hier anhalten und ich entledige dich deiner Steine. Und ich bin überladen. Gut, mit der Geschwindigkeit verabschiede ich mich heute jetzt in der Folgenpause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Bewertung würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, mach ich gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.